Der exklusive Fan-Talk nach Heimspielen des SC Magdeburg, in diesem Fall das entscheidende, das Spiel im AF-Pokal gegen Dynamo Bukarest. Und was wichtig war, dass wir einen klaren Sieg einfahren hier heute, damit überhaupt nichts mehr passiert. Und die Jungs die Chance haben, eventuell dann auch den AF-Pokal zu gewinnen. Und ich möchte mal sagen, ich glaube, am Ende waren es 17 Tore Vorsprung. So ein Sieg mit 17 ist ein klarer Sieg. Und wir begrüßen zum exklusiven Fan-Talk dank des SC Magdeburg hier Matze Musche. Hallo Matze. Hallo, Nabend. Ist das okay? Darfst du Bier trinken oder nicht? Heute nicht, bin ein bisschen angeschlagen. Ja, ich weiß, wir haben uns bei der Begrüßung war es schon so ein bisschen so. Da hast du mir gesagt, ja, Stefan, nicht das übliche Küsschen wie sonst. Genau. Und das ist ein bisschen Pech, du warst so lange verletzt. Dann haben wir uns alle gefreut, dich auf der Platte wiederzusehen. Montag, glaube ich, hast du irgendwie eine kleine Blockierung dir eingefangen. Die kam dann irgendwie vor dem Spiel am Mittwoch wieder raus bei der Erwärmung. Und jetzt auch noch ein Schnuppen. Hast du Scheiße am Schuh, oder? Das hat Olli Kahn schon gesagt, ja. Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Ja, ja. Okay. Aber zum Glück haben wir gewonnen und damit ist ja alles gut. Obwohl ich aber auf eine Szene eingehen möchte, weil kurz bevor die Außen beide durchgewechselt wurden, kam Bennett Wiegert an, hat dich in den Arm genommen, hat sehr eindringlich irgendwie irgendwas dir ins Ohr gesagt. Was hat er da gesagt? Hat er sich beraten über den nächsten Spielzug? Nee, so weit bin ich noch nicht, dass ich zum Co-Trainer aufsteige, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber... Er hat gesagt, ich sag's einfach, er hat gefragt, ob ich unbedingt spielen will oder ob ich das Vince halt gönne. Weil ich ja die ganze Woche krank war, habe ich dann gesagt, es unfair wäre, wenn ich jetzt spiele und Vince dann auf der Bank sitzen muss. Und darum hat Vince dann gespielt. Soll ich dir sagen, was ich gedacht habe, was er gesagt hat? Nee. Weil ich habe nämlich gedacht, er sagt, so wie so ein Trainer das macht, so psychologisch und sagt, Matze, sei nicht böse, du hast irgendwie Rackert, bist ein bisschen krank und ich will das nicht riskieren, dass du in dem Spiel, wo alles klar ist, irgendwie drauf gehst oder dich noch zusätzlich verletzt, aber so finde ich es auch rum. Super. Ja, wenn man zwischen den Zeilen liest, hat er das bestimmt so gemeint. Sag mal, hat Vincent Sohmann dann jetzt eigentlich die Pflicht, dir einen auszugeben, weil er hat einen lupenreinen Hattrick gemacht, die Halle hat ihn gefeiert, er wollte sich gleich wieder auswechseln lassen, hat er gesagt. Gibt es das, dass die Spieler dann sagen, ich gebe einen aus? Müssen wir mal fragen, das könnte er eigentlich mal machen, ja, finde ich eine gute Idee. Ist doch auch großartig, oder? Sag mal, wie wichtig ist denn das, heute war wieder da, Christian Beck irgendwie gestern weitergekommen, ist es nicht wichtig, wenn die in der Halle sind oder nicht? Du bist ja auch ein bisschen verkumpelt mit den Jungs. Naja, der lässt sich halt hier immer schön feiern. Ja, du sprichst ihn ja dann immer an. Nur manchmal, heute mal wieder. Haben wir eben ein bisschen drüber gescherzt. Freut mich natürlich, dass die zu uns kommen. Wir sind ja auch öfters da und das passt ja, wenn sich die Sportarten untereinander verstehen. Ich kann ja verraten, also vorm Spiel hat mir halt Christian Beck hier die Flasche in die Hand gedrückt und dann... Nein, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Das ist von einem Fan hier, die haben sie mir zugesteckt. Das ist eine richtig schöne Flasche Eierlikör. Wir Magdeburger sagen Eierlikör. Und ich habe mir gedacht, die nimmst du mit und ihr hängt euch mit der gesamten Mannschaft so richtig einen um und bringst das von uns allen hin und dann beratet ihr einfach nur, was war heute anders als bei den anderen Spielen und macht das dann immer so. Glaubst du, dass das möglich ist? Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, ja. Kannst du was sagen zu dem Spiel? Was hat die Lockerheit heute gebracht? Kaum Fehlwürfe, die Spielzüge, unfassbar guter Handball dabei zu sehen gewesen. Alle haben wie befreit aufgespielt. Ja, wichtig war halt auch ein guter Start, ja, was in den letzten Spielen immer gefehlt hat. Wenn du gleich 5-1 oder 6-1, ich weiß gar nicht, wie es genau war, ich glaube 6-1 führst, dann bist du natürlich drin im Spiel. Wenn du am Anfang gleich zurückliegst, so wie es halt in den letzten Wochen war, dann musst du dich wieder rankämpfen und vielleicht im Hinterköpfchen denkt sich jeder, scheiße, was hier los? Und so ist das natürlich positiv, wenn man so startet. Dann geht einiges einfacher und dann, man muss auch sagen, wir waren noch hellwach von Anfang an, die Abwehr stand und haben das halt gut gemacht, waren heiß mit der richtigen Körpersprache. Das war ein gutes Zeichen, denke ich. Und jetzt gibt es doch erstmal relativ lange Pause, oder? Ja, ein paar fahren jetzt zur Nationalmannschaft. Diese Woche, glaube ich, komplett und dann am 16. ist es das nächste Spiel gegen Heisenberg. Weil eigentlich ist das ja richtig doof. Weil theoretisch müsste das nächste Spiel gleich in 3 Tagen sein und dann würde man das kompensieren und dann noch... diverse Tabellenplätze clevern in der Handball-Bundesliga oder sowas. Kann man sowas trotzdem irgendwie kompensieren? Bleibt so ein Ergebnis jetzt und so ein Erlebnis heute in der Halle, bleibt das im Kopf und kann man das wieder zurückholen? Ja, ich denke schon, dass einige von uns auch sehr viel Selbstvertrauen heute getankt haben. Und das bleibt natürlich ein paar Tage, ja. Also ich denke, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen ins Training jetzt.
dass wir da locker bleiben oder die Lockerheit mitnehmen und unser Selbstvertrauen und dann richtig hart trainieren 3 Wochen und dann geht's weiter gegen Eisenach. Also was man auf jeden Fall, wo man ja auch aufpassen muss, die schlagen gestern auswärts, also gewinnen gestern auswärts, ja, Eisenach, wird dann auch nochmal ein richtig heißer Tanz, aber ich glaube, da muss euch keiner motivieren, oder? Also da weiß man, da fährt man nochmal in diese berühmte Halle und dann gehst du mal richtig zur Sache, oder? In der Bundesliga, vor allen Dingen auswärts, gibt's überhaupt kein einfaches Spiel, ja, das ist ja wirklich so und die kämpfen um jeden Punkt. Natürlich wird das nicht einfach, aber wir hatten vor 2 oder 3 Jahren schon mal die gleiche Situation in Eisenach auch zu einer entscheidenden Phase oder in einer entscheidenden Phase und haben das gut gemacht. Also ich bin positiv gestimmt. Als du das letzte Mal richtig gesund auf der Platte warst, war glaube ich Aalborg, kann es sein? Ja. Da hast du 3 unglaublich schwere Bälle wahnsinnig sicher von draußen reingemacht und ich glaube, das solltest du auch im Kopf behalten. Dann den Applaus, den du jetzt hier gleich kriegst. Der Schnuppen wird weggehen, immer schön jeden Tag ein Äppelchen essen. Und den Eierlikör mit den Kollegen teilen und dann gehe ich einfach runter und sage, alle Fans waren heute unglaublich glücklich und zufrieden. Die Halle war so wie immer da und wenn jetzt das immer auf gleichem Niveau so weitergeht mit der guten Energie, dann wird das schon was. Gute Besserung. Dankeschön an alle für die Unterstützung und bis bald. So, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dann kleine Fotos zu machen und auch Autogramme. Nicht vergessen, Autogrammkarten heute leider nicht mit dabei. Die haben nämlich genauso Schnupfen wie der Kollege. Und wir sagen Dankeschön für diesen Fan-Talk. Und außerdem kommen Sie wieder. Kommen Sie unbedingt hier in die Halle, die muss immer voll sein. Und alle machen richtig Alarm. Und dann geht diese Saison vielleicht auch noch etwas versöhnlicher zu Ende, als wir bisher dachten. MDR Sachsen-Anhalt sagt Dankeschön.